Dennis Moschito unterwegs in der Kölner Unterwelt. Als Arzt Bruno hilft er am äußeren Rand der Gesellschaft. Seine Zulassung hat er wegen Drogenmissbrauchs verloren. Jetzt behandelt er illegale Prostituierte und Kriminelle im Halblicht. Ich hatte dieses Bild im Kopf dieses Arztes, der nicht aussieht wie ein Arzt oder jedenfalls nicht so, wie man sich das vorstellt, und der in einem schwarzen Auto irgendwie durch die Nacht fährt. Es war das Bild, aber in erster Linie die Stimmung, die dieses Bild transportiert hat. Es gibt da diesen Typen, der als Arzt unterwegs ist und der arbeitet einfach, weil er arbeitet. Es gibt irgendwie keinen tieferen philosophischen Unterbau. Der ist einfach da. Zufällig ist Bruno Zeuge einer Schießerei im Bordell. Der angeschossene Gangster ist kein Unbekannter. Julie, gespielt von Fariadim, ist der Mann von Brunos Schwester. Schock heißt der düstere Kölner Noir-Thriller, der versucht, übliche Klischees zu vermeiden. Hey, Giuliano, nicht einschlafen. Bist du da? Alles gut? Man hat so ein bisschen hier in Deutschland die Tendenz, auch gerade wenn Waffen im Spiel sind, dann das so amerikanisch zu überhöhen. Und dann Gangster reden dann davon, dass sie irgendwie 10 Riesen klar machen müssen. Und es ist alles so ein seltsamer Quentin Tarantino-Hollywood-Sprech auf einmal. Wir wollten keinen coolen Gangsterfilm machen, sondern irgendetwas, das sich echt anfühlt. Zusammen mit seinem Freund Daniel Rakete Siegel führt Dennis Moschito erstmals auch Regie in Schock. Es ist ja so ein bisschen so, als hätten wir irgendwie so ein Kind miteinander auf die Welt gebracht. Ja, tatsächlich. Ne? So. Und das verprügelt uns die ganze Zeit. Und jetzt zahnt es oder so, aber in beißt uns dabei. In ein paar Wochen ist es halt flügge und macht so sein eigenes Ding. Inspirieren ließen sie sich von internationalen Genre-Klassikern und wollen mit Schock bewusst in die Nische. Es wäre sehr leicht gewesen für uns, uns zusammenzusetzen und uns zu überlegen, okay, womit haben wir die größte Chance, einen Kassenhit zu machen? Also nicht, dass es dann gelungen wäre, aber es war halt überhaupt nicht unser Ansatz. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen das machen, was wir machen wollen. Und ich glaube, das ist schon mutig. Anke Engelke spielt die Anwältin eines krebskranken Kriminellen. Sie bittet Bruno, illegale Antikörper zu besorgen und die Behandlung zu übernehmen. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Mein Mandant bietet Ihnen 50.000 Euro. Sie verabreichen ein paar Infusionen. Das klingt nicht gerade komplex. Gehört schon ein bisschen mehr dazu. Bruno übernimmt die Behandlung des Mafiosi. Er ahnt jedoch nicht, worauf er sich eingelassen hat. Also für mich erzählt der Film die Geschichte von jemandem, der glaubt, mit Kompetenz alles lösen zu können. Und gute Absichten und Kompetenz alleine reichen einfach nicht aus. Bruno. Hey. Na? Was machst du hier? Bruno gerät ungewollt zwischen die Fronten des organisierten Verbrechens. Scheiße, ich weiß genau, was du hier machst. Denn sein neuer Patient hat Feinde. Du hörst jetzt auf damit. Fährst jetzt nach Hause und bleibst da. Alles klar? Und bei Bruno kommt halt noch das Problem dazu, dass wenn er aufhört, wenn er stehen bleibt, dann wird ihm wahrscheinlich die ganze Erbärmlichkeit erst davon bewusst. Und deshalb kann er nicht aufhören. Es ist so ein bisschen ein Abbild der Welt. So, ne? Etwas, was wir auch kennen. Ne? Dieses einen nicht aufhören können. So. Der Film lässt sich viel Zeit, Spannung aufzubauen. Klar ist, diese Geschichte kann kein gutes Ende nehmen. Ich hab Schiss, dass da was passiert. Für den titelgebenden Schockmoment haben die Regisseure gesorgt. Wenn man hier einmal durchschaut, da hinten die Horrorfilm-Ecke. Ich kann euch 20 also, Filme zeigen, wo gegen unser Film das zahmste Lämpchen auf der Welt ist. So. Und trotzdem sind bei uns auf der Premiere schon Leute umgefallen. Und das ist schon sehr überraschend, muss man sagen. Dennis Moschito hat sich mit seinem Debüt was gewagt. Schock ist ein selbstbewusster B-Movie, der nicht mehr sein will, aber auch nicht weniger. Wenn ich jetzt als jemand mit Migrationshintergrund den x-ten Film darüber gemacht hätte, wie meine Eltern nach Deutschland eingewandert sind, und dann verschwindet das neben all diesen Leuten, die halt eben auch diese Filme machen. Genre ist sichtbar. Ne? Vielleicht nicht an der Kinokasse erfolgreich, aber zumindest sichtbar.